Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne lacht, mega Wetter. Wir begrüßen euch hier in Hongkong. Wir werden diesmal leider nicht angeln gehen, aber unser Roadtrip, ich sage die ganze Zeit unser, ihr wisst ja noch gar nicht, wer dabei ist, aber der kommt gleich aus dem Zimmer. Wir haben eine mega lange Anreise hinter uns. Ein bisschen Jetlag, haben uns jetzt erstmal schön ausgepennt, aber der heutige Morgen begrüßt uns mit geilstem Wetter und richtigen Geratter da hinten an der Straße. Wir haben einen ganz spannenden Roadtrip vor. Moment, da kommt er gerade. Den kennt er sicherlich. Guten Morgen. Oh, die Sonne, die lacht ja wirklich. Moin, Dietmar. Ausgeschlafen? Mega, mega gut. Wieder mega fit. Lecker. Hätte ich nicht erwartet, aber ein paar Früchte, Beans. Fisch habe ich gegessen, Reis. Ich auch. Eigentlich alles, was man sonst zu Hause abends beim Chinamann essen, gibt es hier zum Frühstück. Ja. Wir haben natürlich einen richtig geilen Orangensaft und Watermelon Juice. Mega, mega lecker. Ja. Was haben wir vor? Was machen wir hier? Wir haben mal so ein paar Tage vor der Brust. Wird ein richtig heißer Trip, weil wir auch noch innerhalb von China das ein oder andere Mal mit dem Flieger unterwegs sind. Wir haben jetzt 12 Stunden Flug von Amsterdam hier nach Hongkong. Außerhalb der Metropole fahren wir einen unserer großen Maker besuchen. Der macht sowohl Gummiköder, aber auch alles, was aus Blei, Tungsten, Bleifreimaterial, Blinker, Spinner, was man sich so vorstellt, einer Achtung, der größten Hersteller. Das wird man fast überfahren. Ja, der macht nicht nur Sachen aus Tungsten und aus anderem Material. Das Schöne ist, viele Leute von euch denken, dass man fährt irgendwie nach Fernost und dann geht man zu einem der Maker und die ziehen ihre Schublade auf und ein fertiges Produkt springt raus. So ist das nicht. Da ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit involviert und wir warten noch auf den Chauffeur. Ich denke mal, in den nächsten 20 Minuten wird er eintrudeln. Haben eine halbe Stunde Fahrt. Ihr werdet von Anfang an alles mitbekommen. Also von der ersten Idee, die man am Wasser hat, also Stefan oder ich, wenn wir über Raubfisch oder Wallerangeln sprechen, von hin zur ersten Zeichnung. Dann wird eine richtig gute Zeichnung von gemacht. Da kommt das erste Muster. Man kann davon ausgehen, dass von 6 von 10 Fällen kommt das Muster gar nicht überhaupt in den Handel, was gar nicht funktioniert. Das sieht toll aus, die Idee ist vielleicht klasse, man findet das auch vielleicht auf den ersten Blick richtig geil, aber dann, wenn man es ausprobiert, ist es Müll und das wird komplett weggeschmissen. Und 4 Stück ungefähr kann man von ausgehen, bleiben nachher übrig und von diesen 4 Stück, die werden wir jetzt zum Beispiel auch im Finalen sehen. Wir werden da nochmal die richtigen Farben und die Feinheiten entsprechend abstimmen und dann kommt so ein Produkt ein paar Monate später in den Handel und dann könnt ihr auch Fische damit fangen. Das hört sich doch mega spannend an, hier mal auch hinter die Kulissen blicken zu können. Jetzt bin ich erst mal gespannt, weil gestern, nachdem wir gelandet sind, im Dunkeln habe ich kaum was gesehen von diesem verrückten Land hier, Kontinent. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt überhaupt hinfahren. Auf geht's! Und schon öffnet sich das Tor zu den heiligen Hallen unseres Kunstköderherstellers. Ja, was ihr hier seht, das ist die neue, große, schwerere Kopfform von unserem Pelagic Fishset. Wir haben den 35 Gramm Kopf ja schon eine Saison in Arbeit, hat mega gut gefangen, aber die Kommentare waren, hey, wir brauchen auch schwere Köpfe. Logisch, auch ich fische mit schwereren Köpfen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Köpfe um entsprechende Gewichtszahlen, nämlich auf 50 Gramm, hochgeschoben. Ohne dass wir dabei das Auge verändert haben, das ist immer noch das große, fette Auge, was also die Fische gerade im klaren Wasser zum Anbiss auf den Kopf vorne reizt. Auch hier mit dem coolen Schraubgewinde, sodass wir jeden beliebigen Shad auch auf diese Art und Weise wunderbar und vor allen Dingen auch, ihr könnt es jetzt hier in diesem Fall sehen, perfekt und richtig schön kräftig fixieren können für eine maximale Flexibilität und trotzdem ein schnelles Runterkommen mit dem Köder, nämlich da, wo die Räuber lauern,
knapp über denen, wenn wir pelagisch fischen. Und sobald wir stoppen, muss die ganze Angelegenheit schön horizontal stehen bleiben. Also wenn wir nämlich dann nachher mit dem Fisch entsprechend ärgern und zupfen, dass er schön nach oben geht. Deswegen der schwere Kopf. Was wir jetzt hier machen ist, wir checken, ob das Gewicht stimmt. Wir checken auch einen Teil der ersten Produktion schon, ob alles in Ordnung ist, also auch ob die Farben passen. Ihr wisst ja, wir haben zu den entsprechenden Gummifischen auch die Köpfe angepasst. Ob das jetzt hier die Farbe Pelagic ist, der schwarze, oder auch hier diese. Da kriege ich immer eine Reihe von Mustern. Einige fischen wir, einige bleiben bei uns in der Firma zum Fotografen und immer ein Muster bleibt natürlich auch hier in der Fabrik, damit wir auch genau das entsprechende bekommen, was wir auch bestellt haben. So, den checke ich jetzt, ob der sich auch wunderbar optimal im Wasser verhält. Wenn dem so ist, dann ist es confirmed, dann wird hier offiziell unterschrieben, dann ist das Projekt in diesem Falle durch. Es kann bestellt werden und na, wenn wir ein bisschen Glück haben, in einem halben Jahr haben wir dann die Ware bei uns in Tostedt und ein paar Wochen später ihr bei euch im Angelladen. Und damit wir euch natürlich nicht nur die ganzen Sachen in der Theorie zeigen, gehen wir jetzt mal ans Wasser und testen das realistische Laufverhalten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Nach dem Test am Wasserbecken werden unsere Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge sofort am Computer bearbeitet. Mehrere Stunden sind wir jetzt schon beschäftigt, die Köder zum Optimum zu bringen, aber auch für mich mega spannend, das hier alles mal zu sehen. Ist ja auch in Zukunft mit einer meiner Aufgaben. Und Dietmar rennt schon wieder irgendwo rum. Ich habe jetzt langsam Hunger. Lust auf Reis mit Ente. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt wieder hingerannt ist in dieser Factory hier. Überall Räume und überall wird gewirkelt und gemörkelt. Na, da vorne kommt er, hat schon wieder irgendwas im Schlepptau. Irgendwelche Produkte. Dietmar, Hunger! Was hast du Hunger? Wir müssen uns das aber erstmal hier gut verdienen. Schau mal, Stefan, sieht geil aus, ne? Sind die neuen Farben, eine der ganz, ganz coolen Farben für unsere Chatterbaits. Die sind ja der absolute Erfolgsschlager gewesen. Hätte nicht gedacht, nach der Profiliga-Sendung, die ich gemacht habe, wo ich beim ersten, zweiten Wurf einen schönen Hecht gefangen habe, dass dieses Chatterbait-Angeln so hart durchschlägt. Kaum einer, der diese Dinger nicht ausprobiert hat. Gerade zum Barschangeln, aber auch zum Hechtfischen, eine Hammergeschichte. Das ist jetzt hier die kleinere Ausführung aus unserem Forstreet-Programm, eine neue Farbe und ich hoffe, dass man das sehen kann, weil es ist jetzt hier taghell, aber ich habe mal trotzdem die Lampe mitgebracht und da sieht man nicht viel, deswegen komm mal ganz kurz mit hier vorne. Hier ist es ein bisschen dunkler und wenn man mal hier so drauf schaut, dann kann man prima erkennen, wie UV-aktiv diese kleinen orangenen Fransen der Teaser sind. Eine richtig coole Farbe. Eine von den vielen neuen Farben, die wir gemacht haben. Aber da kommt noch viel mehr. Lasst euch überraschen. Das geht jetzt rein zum Verpacken. Ich habe meine Qualitätskontrolle gemacht. Alles Daumen hoch. Und ja, jetzt habe ich auch Hunger bekommen. Jetzt werden wir ein bisschen Sushi essen und dann geht's wieder los. Geile Sushi. Reis mit Ente. Reis mit Ente. Und dann gehen wir mal in den Ballerbereich. Und da sind auch einige spannende Sachen in der Pipeline. Jetzt gibt's Happa Happa. Ihr wundert euch wahrscheinlich oder denkt, ich weiß nicht genau, wann ich das Video jetzt veröffentlichen werde, aber sicherlich ist es noch bei uns zu Hause kalt. Wir sind jetzt hier kurz nach Silvester. Wir haben glaube ich den 7. Januar jetzt und wir laufen hier im T-Shirt rum. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber wir werden noch einen Inlandsflug haben und da geht es dann in die Eiszeit Chinas.
Also ganz spannend. Momentan ist es hier wie damals für mich im Winter in Thailand. Subtropische Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit und einfach mega warm. Ja. Als erstes vor dem Essen, natürlich Hände waschen nicht vergessen, aber als erstes wird hier abgewaschen. Mit Tee. Ich wollte eben, haben sie uns auf den Tisch gestellt, sieht aus wie Tee, riecht auch so, ich wollte das schon trinken, aber das ist anscheinend zum Stecksäubern. Ja. Wird hier alles mal schön durchgespült. Auf den Teller kommt der Tee, Stäbchen, sauber machen und jetzt kommt der Tee hier in die Teeschale und jetzt ist alles clean und jetzt geht's los. Ich bin gespannt, was auf den Tisch kommt. Ich habe Hunger. Ja, spannend. Zum Glück haben wir unseren Factory Boss dabei, der versteht die hier nämlich. Ist hier irgendwie alles mit ankreuzen. Gestern nach dem Flughafen waren wir abends noch kurz essen. Da ging alles über eine App, die hatten wir natürlich nicht auf unserem Smartphone. Aber hier ist jetzt mit ankreuzen, es wird diskutiert, was alles auf den Tisch kommt. Ich hoffe, Ende mit Reis, nee, und ein bisschen spicy. Spannend, ja. Ich esse alles. Auch Affe. Zum Glück habe ich meinen Gaskocher aus Italien mitgenommen, sonst hätten wir jetzt unsere Hühnerbrühe. Dietmar ist schon am Rühren kalt essen müssen. Schaut euch das mal an, absolut mega. Die Teile hier nehmen wir beim Welsangeln sonst zum Ravioli warm machen. Und Dietmar kocht jetzt frisches Huhn hier im Restaurant. Man hat es mir gesagt, das erste, was du probieren musst hier, Stefan, ist Bambus mit Stäbchen. Hier ist der Bambus. Lecker. Ich weiß zwar nicht, was alles hier auf dem Tisch steht, aber es ist alles mega, mega lecker. Also da könnt ihr jeden Chinamann in Deutschland vergessen. Ganz andere Geschmäcker hier, ganz leckere Sachen. Direkt nach dem Mittagessen ging es zurück zum Produzenten, wo sich unser Plekett-Vertikalköder in den letzten Arbeitsschritten befindet. Ich war wirklich schwer beeindruckt, mit welcher akkuraten Handarbeit jeder einzelne Köder sein Aussehen bekommt. Natürlich wollte ich es selbst auch ausprobieren. Ich grüße euch direkt aus der Produktion. Nicht nur wir erklären den Makern hier bis ins kleinste Detail, wie unsere Kunstköder aussehen müssen. Wir müssen auch mal hier ran und einfach mal sehen, was die Jungs den ganzen Tag schaffen und leisten. Und heute werde ich jetzt mal unseren Vertical Wipe, unseren Plekett Vertical Köder lackieren. Ein ganz geiler Köder, ihr kennt ihn ja, das sind die zwei Hauptfarben hier, der Fire Tiger und The Roach, das Rotauge. Eine natürliche Farbe und eine ganz aggressive Farbe. Das ist ein Bleiköder, der mit einem ganz starken PVC-Mantel überzogen ist. Könnt ihr vergleichen mit einem Schlagstock von einem Polizisten. Wenn der den richtig über eine Wand zieht, platzt da nichts ab. Und hier kann der Waller richtig seine Zähne auslassen. Viel, viel geileres Material als ein Bleiköder, der einfach nur lackiert ist. Denn da wird irgendwann der Lack abplatzen. Bei uns die starke PVC-Schicht, also die schützt euren Köder viele, viele Jahre beim Welsangeln. Eine ganz aggressive, nach unten hin bauchig zulaufende Form. Dieser Köder macht richtig Druck im Wasser. Wie er funktioniert, zeige ich euch nachher am Becken. Aber jetzt muss ich erstmal hier ran, denn der Angelladen zu Hause wartet. Der will die Köder jetzt wieder vorrätig haben. Und ich werde jetzt mal den Vibe lackieren.
Die Flosse ist schon mal drauf. Ich glaube, die Jungs hier können das ein bisschen besser als ich, aber ich kann auch nur dazulernen. Aber das seht ihr mal, die meisten denken ja immer, in China kommt alles so aus einem Automat rausgeflogen. Es ist alles Handarbeit. Jede Flosse auf eurem Vertikalköder zu Hause wurde per Hand aufgesprüht. Jeder Rücken wurde per Hand gemacht. Das ist also absoluter Wahnsinn. Und jetzt gehen wir mal ans Becken. Da zeige ich euch mal, wie der Vibe im Wasser läuft, wie er vibriert. Erzeugen wir mal Vibrationen hier in Hongkong. Ja, hier sind wir outside. Also richtig spannend, was man da erlebt. Und alles von einem Mensch hier, von einem Mitarbeiter per Hand gemacht. Ja, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Ja, hier seht ihr den Vibe aus der Nähe. Die meisten von euch kennen ihn und fischen ihn ja bereits. Ein geiler Köder fürs vertikale Angeln vom Boot, vom Bellyboot, vom Schlauchboot, auch von tiefen Steganlagen, aber auch zum Spinnfischen, nicht zu unterschätzen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie er im Wasser funktioniert. Wenn ihr vom Boot auf eurem Gewässer unterwegs seid, lasst ihn einfach zum Grund runter. Hebt ihn dann ein Stück über Grund an, sagen wir mal 10, 15 cm. Und geht dann mit kurzen Schlägen mit der Rute nach oben. Lasst ihn langsam geführt immer wieder absinken. Und ich merke richtig in der Rute, der vibriert bis in meinen Oberarm rein. Und diese Vibration im Wasser machen natürlich die Wälse rasend. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, den Köder zu werfen, zum Grund absinken zu lassen und dann unter schneller Führung auf euch zuzuziehen. Ich habe hier ein relativ kleines Becken. Und da fängt er auch schön an zu vibrieren. Das ist echt mega. Und ihr seid live dabei in der Geburtsstätte. Die Geburtsstätte war natürlich in unseren Köpfen, aber in der Produktionsstätte hier in Hongkong, wo euer Vibe, euer Vertikalwallerköder herkommt. Und da gehen eure Sachen nach Deutschland in den Angelladen. Der ist jetzt unterwegs, der kommt in einem Monat bei uns an. Gute Fahrt! Ein langer Tag bei den Makern liegt hinter uns. Und heute Abend gibt es hier bei uns frischen Fisch. Und was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Komischer Fisch, sieht aus wie eine Schildkröte, aber man kann sich ja täuschen. Alle, die schon mal Predator gesehen haben, das Ding sieht genauso aus wie der Predator von Arnold Schwarzenegger. Guck mal, wie gefährlich. Hammermäßig. Dietmar pummelt wieder in der Penisbox rum. Oh, das sieht ja aus, ey. Überall schön reingreifen, rausziehen, hoffen, dass man nicht gebissen wird von dem Vieh und dann direkt bestellen, kommt es auf den Teller. Das ist frisches Seafood hier in China. Das ist echt mega krass. Ne? Man sucht sich hier sein Essen aus, dann kommt hier der Oberkellner, fängt den Fisch mit dem Netz raus, schmeißt ihn in so einen Korb, dann wird er auf den Boden gelegt, gewogen. Also irgendwas mit abschlagen oder töten oder so weiter, kennen die nicht. Das ist, glaube ich, ja gegen den ihren Glauben, dass man das Vieh erstmal bewusstlos haut.
Jetzt kommt es auf den Teller. Wir können es uns ja nicht aussuchen. Wir haben uns jetzt unsere Opfer ausgesucht in dem Becken. Und jetzt geht es hoch ins Restaurant, im 17. Stock, irgendwo hier in Hongkong. Wenn wir Glück haben, schmeckt es. Das schmeckt auf jeden Fall, aber es ist schon krass, ne? Für uns Europäer, wenn wir so auf Tierschutz bedacht sind, ist das schon krass. Aber andere Länder, andere Sitten. Dieser Abend hielt noch weitere kulinarische Köstlichkeiten für uns parat. Ja, heute gibt es was ganz Leckeres, eins meiner Leibspeisen. Dietmar hat nicht so Bock drauf, aber Taubenköpfe, absoluter Wahnsinn. Und ich bin echt froh, dass ich es hier im Restaurant endlich wieder bekommen habe. Früher hat es meine Oma immer gemacht und das ist mega lecker. Komm. Scheiße. Komm, ich hab's auch gegessen. Ich hab's auch gegessen, einfach kaum und runterschlucken. Nee. Oh, keine Chance. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Heute haben wir ganz, ganz viel vor. Heute wird es richtig spitz. Scharf und spitz. Wir fahren zu unserem Hakenmaker. Ne? Korrekt. Welche Haken macht der alle für uns? Der macht von Hakengröße 20 von Browning-Fischen. Diese Dinge? Die ganz, ganz kleinen Dinger bis hin zu Hakengrößen. Was ist bei dir? 8-0, 10-0? Ja, 10-0 ist der größte. Für Wallerfischen. Also, und er macht unsere Claw-Tribble, macht auch die Karpfenhaken. Einer der größten Hakenproduzenten. Also viel zu gucken. Es sind zwei Fabriken. Einmal die Fabrik, in der die Haken gemacht werden, und die zweite Fabrik, da werden sie entsprechend veredelt. Also bin gespannt. Wir werden euch da sicherlich nicht bis ins Detail alles zeigen können. Da sind ja viele Geheimnisse dabei, aber ein paar spannende Einblicke werden wir euch geben. Und dann wird es auf jeden Fall auch noch kalt. Denn wir fliegen weiter heute Abend, ne? Ja, knappe 3 Stunden und von ungefähr, was haben wir jetzt aktuell? Ich würde sagen 25, 26 Grad auf 0 Grad, beziehungsweise wenn wir Pech haben, sogar unter 0. Ja, ist ja auch Winter, passt ja. Wenn man mal 3 Stunden in einem Land hin und her fliegt, in welchem Land kann man das überhaupt 3 Stunden fliegen? Ich glaube, in Deutschland geht das gar nicht, da ist man dann schon dreimal in Deutschland rumgeflogen und plötzlich ist Winter. Naja, wir sind gespannt. Jetzt geht's erstmal zu unserem Hakenmaker. Tschüss, bis gleich. Hier wird der ganze Stahl gelagert für die Blackhead Hooks. Es sieht aus wie so ein Autoreifenlager, aber überall aufgerollte Stahlstränge. Der erste Schritt zu eurem Wallerhaken seht ihr hier. Aus diesen Stahlpins werden die Haken gefertigt. Hier vorne sind gerade ein paar fertig geworden. Da gehen wir jetzt mal hin, die schauen wir uns mal an. Hier ist gerade eine große Menge aus der Fertigung gekommen. Das sind auch meine Haken, der Ghost Hook, hier seht ihr. Der wird jetzt noch gesäubert, gecleant und dann kommt unser DJ Coating drauf. Ja, so entstehen Angelhaken. Wirklich interessant, das auch mal sich so anzuschauen, dem Maker über die Schulter zu gucken, dass er einfach weiterhin eine geile Qualität abliefert. Aus diesem Stück Stahl wird irgendwann euer Drilling und ihr könnt damit Riesenfische fangen. Die dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen. Aber sind wir mal nicht so. Wir zeigen euch jetzt auch hier mal ein paar brandneue Neuheiten. Werden im Herbst wahrscheinlich, vielleicht auch ein bisschen früher, müssen wir sehen, auf den Markt kommen. Hier sind die finalen Muster. Habe ich lange mit dem Team dran gearbeitet. Den vorderen Bereich kennt ihr. Das sind unsere bekannten Catballs. Aus denen bauen wir unsere Vertikalsysteme. Aber mir war es ein Anliegen, auch noch einen ganz geilen Fireball zu machen. Es hat einige Zeit gedauert, aber mit dem Maker hier haben wir es geschafft. Ein ganz tolles Produkt.
eine Verbindung oder ein Gemisch aus unserem Catball und einem ganz stabilen Einzelhaken zu kreieren. Gleiche Qualitätsansprüche wie bei unserem Catball, komplette Edelstahlachse durchläuft den Bleikörper in den fängigen Farben Glow in the Dark und Black. Aber schaut euch mal diesen Haken an. Dieses Modell gibt es bis jetzt auf dem Wallermarkt nicht. Der klebt schon, wenn der Waller von oben drüber schnappt, bleibt er schon am Finger hängen. Er ist nicht nach unten gebogen, die Spitze, sondern neigt so leicht nach oben. Ganz speziell extra für das Vertikalangeln mit kleinen Köderfischen oder auch größeren Köderfischen. Hier könnt ihr gut was draufpacken. Unterm Boot konzipiert. Und ihr seht sie jetzt hier schon direkt dort, wo sie auch ganz frisch gemacht wurden. Viel mehr gibt es da noch gar nicht. Die nehme ich jetzt noch mal mit. Das sind meine finalen Muster. Mit denen werde ich jetzt in der kommenden Saison jetzt auf Wels losziehen. Bin mega gespannt drauf, die Teile einzusetzen. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten und in Kürze findet ihr die Teile, unseren neuen Black Cat Fireball, auch bei eurem Fachhändler. Aber jetzt angle ich erstmal damit. Wir sind jetzt hier in den heiligen Räumen von unserem Hakenmaker und wollen auf jeden Fall mal testen, was unsere Wallerhaken so drauf haben. Wann der Haken aufgibt und was für eine Zugkraft er wirklich aushält. Da erzählen ja viele immer Märchen. Ich behaupte, dass unsere Haken richtig Power haben. Und die junge Frau im Hintergrund hier, die spannt jetzt gerade den Black Cat Gripper Hook ein. Ja, und jetzt wirken zwei Kräfte auf den Haken. Einmal wird oben am Öhr gezogen und einmal unten am Schenkel. Also genau die Situation, wenn ihr einen riesen Fisch im Drill habt, was da passieren kann. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, ab wann, ab welcher Zugkraft da was passiert, der Haken sich verwindet. Starten wir mal. Jetzt biegt er langsam auf, der Haken. Jetzt kommt er. Das ist doch wirklich der Wahnsinn, hätte ich selber nicht gedacht. Bei 112 Kilo Druck oder Zugkraft von beiden Seiten geht der Black Cat Gripper Hook langsam auf. Das Wichtige aber ist, und das schafft auch Vertrauen, der Haken bricht nicht. Viele haben ja das Problem, dass sie Haken einsetzen, die im Wallermaul auch brechen. Wenn der Haken zum Beispiel auf der Platte hängt oder irgendwo oder falsch, dann bumm, Fisch ist plötzlich ab und der Angler holt rein und hat nur noch ein Stück von dem Metall am Vorfach. Unser Haken bricht nicht. Er gibt ab 112 Kilo Zugkraft, gibt er dann auf, biegt er langsam auf. Aber das ist für einen Angelhaken der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Aber ganz, ganz wichtig auch, das Öhr hat überhaupt keine Beschädigung. Das seht ihr hier im Hintergrund. Das Öhr ist komplett in sich noch aktiv. Wir haben ein komplett geschlossenes Öhr. Das ist auch ganz wichtig bei so einem Großfischhaken. Wahnsinn. Wahnsinn, was diese Haken können. Geil. Schauen wir mal weiter. Also ich bin schon richtig fit in Chinesisch. Also ich lerne schnell. Flieg mal, wo fliegt man jetzt hin? Nimbo, Hanho, Nimbo. Also wir fliegen nach Nimbo und dort wird es kalt. Momentan ist uns mega warm und wir sind ein bisschen müde. Wir waren eben noch gut essen nach dem Besuch beim Maker. Und jetzt geht's ja, 3.500 Kilometer Flug in einem Land. Wahnsinn, ne? Wir sehen uns vielleicht heute Abend nochmal. Wenn wir angekommen sind. Hanho, Hanho. Hi. Ni hao. Ni hao.
Alter, was ein Ritt. Wir haben mittlerweile 2 Uhr nachts. Heute früh um 7 aufgestanden, dann bis 16 Uhr bei unserem Hakenmaker gewesen und jetzt 3000 Kilometer geflogen, Flug noch Verspätung gehabt und jetzt haben wir 2 Uhr nachts. Morgen um 8, glaube ich, werden wir wieder abgeholt. Da geht's zum nächsten Maker, da wird es ganz, ganz spannend. Da seht ihr eine weitere Neuheit. Ich glaube, die darf ich euch dann auch schon zeigen. Und jetzt sind wir hier bei mir im Room. Das Essen ist hier zwar manchmal gewöhnungsbedürftig, aber die Hotelzimmer sind wirklich mega, mega cool. Große Räume, gemütliches, riesengroßes Bett. Das werde ich jetzt auch gleich nutzen für die wenigen Stunden, die mir noch verbleiben. Und ein schönes Bad, sogar mit einer Badewanne. Das wird heute aber nichts mehr. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Ich hau mich jetzt hin. Gutes Nächtle. Ciao, ciao. Gestern Abend habe ich euch noch mein gemütliches Hotelzimmer hier in China gezeigt. Und nein, das ist nicht meine Badewanne. Ich habe ja gestern schon gesagt, heute wird es wieder richtig spannend für euch. Das ist ein weiteres Köder-Testbecken. Und hier, wo wir uns gerade befinden, machen wir die geilen Wallergummifische. Diese Köder kennt ihr ja bereits. Die kamen im Herbst 2019 auf den Markt. Den Cat Shed gibt es in 4 unterschiedlichen Farben und auch unseren Cat Twister. Kam mega gut an bei euch. Großen Dank dafür, aber es sind auch wirklich richtig geile fängische Köder in den auffälligen Farben geworden. Farbe ist schon drauf und jetzt geht noch zum Schluss ein bisschen Klarlack auf den Köder, damit das alles hält. Und dann geht es ab zum Trocknen. Und wenn wir mit dem Trocknen fertig sind, haben wir einen richtig geilen Gummifisch. In diesem Falle den vom Stefan, der dann auch später so ins Angelgeschäft kommt und bei euch an den Haken. In Verbindung mit unserem Shed Claw Rig System, was wir in Zusammenarbeit mit dem Thomas Axtaler in Spanien gebaut haben, ist es wirklich eine Macht, die Teile, und sind auch richtig schnell zu montieren und einzusetzen. Aber vor allen Dingen jetzt im Frühjahr oder auch im Sommer, wenn die Baller richtig im Kraut stehen, haben wir das Problem, dass ein Haken, entweder ein Chickhaken oder ein Aufsteckhaken, der oben an dem Köder absteht oder unten an dem Köder absteht, sich mit Kraut, wenn ihr richtig im Kraut angelt, wo die Wälse sich auch aufhalten, sich mit Kraut vollhängt und euer Köder unfängig wird. Und da hatten wir die nächste geile Idee. Ich lege das hier mal weg. We proudly present you the first Black Cat Offset Hook. Ein Offset-Haken speziell fürs Welsangeln gemacht. Unverwindbar, ein richtig geiler, unzerstörbarer Stahl. Natürlich DJ-coated. Den Black Cat Offset Hook wird es in 3 Gewichtsklassen geben. Hier unten seht ihr den schönen Kiel, wo wir das Blei ganz toll und unauffällig am Haken angebracht haben. 10, 15 und 20 Gramm. Vorne dran eine Gummifischspirale, da könnt ihr den Haken ganz bequem und schnell auf euren Gummiköder am Kopf draufschrauben. Und dieser Haken ist im Endeffekt richtig versteckt in eurem Gummi, sammelt keine Hindernisse im Wasser auf und wenn der Waller zuschnappt, pam, hängt er. Wie der montiert wird, zeige ich euch jetzt noch ganz schnell. Die Gummifischspirale wird einfach vorne am Kopf eures Köders angesetzt. Dann wird der Köder auf die Spirale draufgedreht. Die Gummifischspirale wird bis zum Anschlag in den Kopf des Gummifischs hineingedreht. Dann legt ihr den Offset-Haken erstmal zum Testen an der Seite des Gummiköders an, wo er aus dem Gummiköder heraustreten soll. Ihr seht hier schon vorne, das Hakenöhr wird gleichzeitig eure Anbindöse. Jetzt biegt ihr einfach euren Gummi zurück, geht mit dem Haken durch den Gummi hindurch und legt ihn schön am Köder an. Ihr seht, wie versteckt die aggressive Hakenspitze jetzt knapp auf dem Rücken des Gummis liegt. Unten der Hakenbogen des Offset-Hooks bildet einen richtig tollen Kiel, der auch über Kraut, über Steine, über Hindernisse hinweggeführt werden kann. Und wenn der Baller zupackt, pam, schiebt er den Haken nach unten.
und der Drillspaß beginnt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie toll dieses Teil hier im Wasser läuft. Ich habe eine ganz geile Angel mir extra dafür mitgebracht. Meine Kinderangel noch von früher, die habe ich immer dabei, wenn es auf Reisen geht. Und die hat auch gut in meinen Koffer gepasst. Ihr könnt euren Köder ganz normal spinnfischen, also einkurbeln. Aber ihr könnt damit auch chickende Bewegungen machen. Ihr könnt ihn absinken lassen und dann langsam zur Oberfläche hochkurbeln. Wieder absinken lassen, langsam zur Oberfläche hochkurbeln. Also ihr seht, eine weitere geile, innovative Möglichkeit für die Präsentation eurer Gummifische in unwegsamen Gelände, in unwegsamen Wasserverhältnissen mit viel Kraut und Hindernissen, Bäumen, genau dort, wo die Waller stecken, könnt ihr jetzt auch euren Gummifisch präsentieren. Dann ging es direkt weiter in unsere Rutenwerkstatt. Hier wird gerade exklusiv für Black Cat eine neue Rutenserie aus dem unzerstörbaren Solid-Material produziert. Und was diese Rutenblanks können, zeige ich euch jetzt. Jetzt darf ich euch bei unserem Routenmaker begrüßen. Viele von euch kennen ja unsere Solid-Fun-Route. Eine der beliebtesten Stöcke, wenn es darum geht, vertikal oder mit dem Wallerholz auf Welse zu angeln. Und ich bin so verliebt in dieses Material. Dünner Blank, bärenstarke Power, kein Gewicht. Und ich habe gesagt, wir müssen aus diesem Material, aus unserem patentierten Solid-Material, noch mehr Routen machen. Ich will deine Spinnroute haben, ich will deine Bankroute haben. Und da sind wir gerade dabei. Und jetzt wird es gefährlich, heftig und auch anstrengend, denn ich will euch schon mal ein paar unserer neuen Prototypen zeigen. Ich habe jetzt hier im Hintergrund eine Spinnrute stehen und die Jungs behaupten hier, unser Maker, Stefan, damit kannst du Gewichte hochheben, unvorstellbar, und die Rute wird nicht brechen. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, was da auf euch zukommt. Aber jetzt erstmal Schutzkleidung anziehen. Ich glaube, den Clip brauche ich nicht, aber Visier ist wichtig. Wir stellen alles exakt so nach, wie es auch beim Welsangeln der Fall wäre. Wird erstmal hier hoch. Ich starte jetzt mit dieser leichten Spinnrute mit einem Gewicht von 5 Kilo. 5 Kilo ist schon ordentlich Gewicht. 5 Kilo, we start. Fünf Kilo ist überhaupt kein Problem. Und diese Drillstärke vom Vergleich her habe ich auch im Boot oder vom Ufer mit einem guten Wels. Also ein 2 Meter Fisch macht ungefähr diesen Druck. Überhaupt kein Problem, die Rute gibt keine Geräusche von sich und ich habe auch noch genug Power auf dem Arm. Aber mein Solid-Material soll mehr können. 3 Kilo dazu bitte. Wir probieren jetzt 8 Kilo. 3 Kilo. Das geht jetzt schon deutlich in den Rücken. Das ist jetzt schon sehr anstrengend, aber die Rute immer noch, ich habe immer noch mehr Lifting Power, also ich kann immer noch mehr Druck ausüben, aber ihr seht, ich habe 100 Kilo, ich habe Power, ich bin Großfischangeln gewohnt. Ich fange jetzt an zu zittern in den Beinen, aber der Solid Spin macht überhaupt nichts aus. Aber mein Arm wird jetzt schon schwerer, ich merke es im Rücken, also diese Power oder diesen Druck habe ich ganz selten beim Welsangeln. Normalerweise würde ich jetzt die Bremse aufmachen, den Wels ziehen lassen, aber für unsere Spinroute, für unsere Solid Spin kein Problem.
Jetzt gehe ich mal auf 10 Kilo. 10 Kilo. Jetzt haben wir 10 Kilo Gewicht auf die Rute montiert. Nochmal 2 Kilo mehr als eben. Und ihr dürft nicht vergessen, wir sprechen hier von keiner schweren Welsroute. Es ist keine kurze Bootsroute und auch kein starker 3-Meter-Prügel. Es ist eine Spinnroute. Muss ich gucken, dass ich das überhaupt noch angehoben bekomme. Oh. Oh. Ja. Oh. Auch kein Problem. 10 Kilo, aber ich habe Welse bis über 2,60 Meter gefangen. Kein so ein Fisch hat bisher so einen Druck ausgeübt, aber es ist gut zu wissen, dass es die Rute kann. Ich probiere jetzt noch 12 Kilo, aber mehr geht definitiv mit einem normalen menschlichen Rücken, außer man ist Hulk Hogan oder Arnold Schwarzenegger, nicht. Also 10 Kilo auf dieser leichten Spinnrute, ich bin begeistert. Wir probieren mal 12 Kilo. Diese Zuggewichte kommen im Normalfall auf euch beim Weltspinnfischen nicht zu. Aber wir probieren es trotzdem, um euch zu zeigen, was das Solid-Material kann. Das 2-Kilo-Gewicht, seht ihr selbst, hängt schon in der Luft. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier diese Rolle nicht knallt. Den Rutensitz in meiner Hüfte nachkorrigieren. Und jetzt, komm hoch, komm! Alter! Oh! Alter! Wahnsinn. Jungs, ich sage euch eins. Geht bloß nicht zu euch in den Angelkeller und macht mit irgendeinem Rutenmaterial von einem anderen Hersteller das nach. Denn ihr müsst am nächsten Tag in den Angelladen und euch eine neue Rute holen. Aber das Solid-Material, Wahnsinn. Also ich hoffe, dieser praxisnahe Test hier hat euch überzeugt. Mich hat er auf jeden Fall überzeugt. Ich bin komplett außer Atem. Aber das beste Training jetzt für die bevorstehende Saison, wenn es wieder losgeht. Ich freue mich. Wir haben in der Planung, so viel darf ich schon mal verraten, 2 Spinrouten in dem Solid-Material, eine stärkere Vertikalroute, eine Fun-Route für die Bellyboot-Angler. Und viele haben drauf gewartet, die Solid Bank. Die Uferroute, unzerstörbar, unverwüstlich, in einem ganz geilen Design. Die wird auch kommen. Hier, die soll mich hier runterheben wieder. Tja, der Stefan muss sich jetzt ausruhen, denn nach so viel Gewichten, die er mit unseren Solid Blanks nach oben gezerrt hat, jetzt gehen wir in die Produktion. Ihr müsst euch vorstellen, bevor wir so einen geilen Solid Blank haben, übrigens, den haben nur wir mit unseren Blackhead-Routen, da gibt es jede Menge Arbeitsschritte. Und ihr könnt, man kann sich kaum vorstellen, dass aus diesem Carbon-Material, aus diesen feinen Matten, die es in verschiedenen Dicken und vor allen Dingen in verschiedenen Stärken gibt. Stärken im Sinne von Anteil an Carbon. Deswegen gibt es verschiedene Carbonmaterialien, die zum Beispiel 21 Tonnen haben oder auch 30, 40 Tonnen. Das ist die Dichte dieses Carbonmaterials und vor allen Dingen die verringerte Menge an Resin. Resin, das ist der Klebstoff, der da drin ist, weil ohne Klebstoff würde man das nicht entsprechend zusammenkleben. Also wenn euch einer erzählt, er fischt mit einer Rute von 100% Carbon, völliger Blödsinn, denn sonst würde er mit einer Mine eines Bleistifts angeln. Das ist 100% Carbon. Also das Carbonmaterial muss ja noch irgendwo in einer Form gebunden sein. Und je weniger von dem Klebstoff drin ist, desto höher ist auch der Anteil an Carbon. Aber es muss ja ein gewisser Anteil an Klebstoff da sein, weil wie soll dann aus so einem langen Stück, das ihr jetzt hier wunderbar sehen könnt, nachher so ein Blank werden. Also dieser Blank wird auf eine spezielle Art und Weise gewickelt. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist wie so eine lange Eistüte, fängt vorne an der Spitze an und geht so bis zum Ende durch. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann werdet ihr schon sehen, dass unterschiedliche Dicken von Carbonmatten hier aufgetragen wurden. Hier noch eine weitere dicke Matte, kann man hier prima erkennen. Und dadurch bekommt so ein Blank seine besondere Eigenschaft. Also wenn ihr einen mehr parabolischen Blank haben wollt oder eine besonders starke Spitzenaktion, dementsprechend werden hier die einzelnen Carbonmatten, die so
geliefert werden, zurechtgeschnitten, ganz feine Stücke aneinander geklebt und dann werden sie um so einen Mandrel, das ist, wie ihr euch das vorstellen könnt, so ein Metallstab, drum gewickelt, immer wieder heiß gemacht, drum gewickelt, heiß gemacht und dann wird die ganze Angelegenheit gebacken. In einem riesengroßen Ofen wird das gebacken, dann schmilzt quasi dieses Kunstharzmaterial, verbindet sich mit dem Carbon und macht ein richtig schönes, festes Gewebe und dann hat man nachher so einen tollen Blank. Und wenn man das richtig macht und das in Solid-Material macht, dann kriegt man solch eine unkaputtbare Wallerroute wie die, die der Stefan gefischt hat. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus China. Im Hintergrund hört ihr das Meeresrauschen. Ich sehe noch richtig zerknautscht aus. Wir haben 3 Uhr nachts und in Kürze geht mein Flieger zurück in die Heimat, zurück nach Deutschland. Es geht wieder zurück ans Wasser zum Angeln. In diesem Video haben Fische nicht die größte Rolle gespielt, aber ich denke, ich konnte euch hoffentlich dennoch einen interessanten Einblick geben, wie die Materialien unserer Angelausrüstung, die wir Angler täglich am Wasser einsetzen, eigentlich entstehen. Ihr habt ja eigentlich sonst nie die Möglichkeit zu sehen, wie eure Angelköder, mit denen ihr sonst eure Erfolge am Wasser feiert, entstehen. Natürlich können wir bei so einem Video nicht alle Geheimnisse offenbaren, denn da sind sehr viele Sachen dabei, die wollen die Maker nicht, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen, Geheimnisse, spezielle Herstellungsverfahren. Aber ich hoffe, ich konnte euch dennoch mal einen interessanten Einblick geben, wie hier so in China das Leben abgeht. Das Essen vor allen Dingen ist eine ganz spannende Sache und für uns Europäer nicht immer ganz einfach. Und ihr konntet sehen, wie unsere Gummiköder, unsere Ruten, unsere Kleinteile von der Idee in unserem Kopf am Wasser hin zum Maker wandern und dort gefertigt werden und entstehen, bis sie irgendwann bei euch im Angelladen zu finden sind. Auf diesem Wege, ich warte jetzt noch auf meinen Fahrer, ich muss 2 Stunden zum Flughafen jetzt. Dann habe ich einen Inlandsflug nach Shanghai, von dort fliege ich nach Amsterdam und von dort nochmal eine gute Stunde zurück nach Frankfurt und bin morgen wieder zu Hause. Und dann geht's wieder ans Angeln. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.